Seit einem Jahr hat die Corona-Pandemie auch die Niederlande fest im Griff. Das Nachtleben liegt brach. Bars und Clubs sind geschlossen. Musik gespielt wird aber trotzdem. Zu Hause bei Esther Goedvolk, DJ Je Moeder, auf Deutsch DJ Deine Mutter. Im Alter von 18 arbeitet sie bereits als DJ. Doch dann kommen Studium, Familie und Beruf dazwischen. Jetzt, mit Mitte 50, will sie noch einmal durchstarten. Ja, ik ben in 80 jaar DJ geweest en wat, ja, wat vond ik nou eigenlijk het leukste als ik terugkijk naar mijn leven, weet je wel, nee, niet zo van after midlife, maar gewoon, en, ja, dat was toch muziek en DJ'en en ik dacht ook van, ik ga het gewoon doen. Da heutzutage bei DJs alles digitaal läuft, muss Esther vieles neu lernen. Sie besucht DJ-Kurse und hat erste Auftritte. Dass sie erst mit Mitte 50 wieder anfängt, ihren Traum zu leben, hat auch gesundheitliche Gründe. 2013 entdecken Ärzte in ihrem Rücken einen Knochentumor. Sie wird operiert, doch erst 4 Jahre später ist sie komplett schmerzfrei. Danach beschließt sie, sich wieder der Musik zu widmen. Jeetje, ja, als 50 plus weer als DJ werken. Nou ja, dat komt omdat ik ja, wel van ver kom, zeg maar. Ik heb in 2013 een operatie gehad en daar lang over gedaan om uit te komen. En op een gegeven moment ging het gewoon zoveel beter met me. En het was altijd wel een ding van, ja, ik wil gewoon blijven werken. Auch wenn sie nicht live auftreten kann, macht Esther Musik. Bei der Radioshow Master Mixes at Work legt sie jeden Sonntag für eine Stunde auf. Jeden Morgen spielt sie außerdem eine Stunde lang auf Clubhouse. Ihre Familie unterstützt sie dabei. Das ist nicht echt mein Geschmack, aber ich bedoel, ich finde eigentlich alle Musik, die wird gedreht, das ist schon leuk. Maar soms als het heel vroeg in de ochtend is, dan vind ik het wel, dan denk ik wel van nou, voor mij hoeft het nu even niet. Auch für die Zeit nach der Corona-Pandemie hat Esther große Pläne. Wat zijn mijn doelen? Ja, dat is wel een hele goede. Nou, mijn doel is gewoon toch om te werken als DJ. En ja, en op te treden als DJ, dat vind ik gewoon wel, daar krijg ik toch meeste energie van. Het leukste vind ik het om voor jongeren op te treden, maar net zoals dat ik voor vorige week voor de mensen met dementie heb opgetreden, ja, dat is ook gewoon echt zo mooi om mensen energie te geven via muziek en mensen te laten bewegen en ja. Nou ja, het liefst treed ik op festivals. Laten we dat maar doen. Eine Wiedereröffnung der Gastronomie ist in den Niederlanden für Mitte April geplant. Wann allerdings wieder Festivals stattfinden werden, ist noch ungewiss. Esther Goedvolk steht auf jeden Fall bereit, um dann wieder vor Publikum aufzulegen.